Hallihallo, liebe Filmfreunde, schön, dass ihr wieder reingeklickt habt. Ja, endlich ist es soweit, der 27. September 2018. Den werden sich viele Science-Fiction-Fans im Kalender angestrichen haben, denn heute kommt Deadpool 2 in den Handel, ja, und Solo A Star Wars Story. Solo A Star Wars Story, da habe ich euch ja schon drüber berichtet. Den fand ich richtig, richtig gut. Also viel besser als Rogue One und viel besser als die letzten beiden Auskopplungen der Skywalker-Saga. Aber was ich dazu zu sagen habe, habe ich bereits gesagt. Und ansonsten verlinke ich euch das unten nochmal. Dann könnt ihr euch das nochmal durchlesen bzw. anschauen. Das hier ist jetzt die 3D und normale Blu-ray-Doppelbox im Steelbook. Der Film erscheint natürlich auch als einfache Keepcase-Version, sowohl in 2D als auch in 3D. Und ich habe mich aber für diese Steelbook-Version entschieden. Das hier ist jetzt die Schweizer Version, also ein Schweizer Import, ist aber, soweit ich das weiß, identisch mit der deutschen Version. Und wir haben sogar bei der Schweizer Version einen Titel auf dem Spine. Das ist ja bei den meisten Disney-Titeln leider nicht der Fall, beziehungsweise bei den ganzen Marvel-Filmen nicht der Fall. So, hier drin sind drei Discs. Einmal die Blu-ray mit dem Hauptfilm, dann eine Blu-ray mit den ganzen Extras, die findet ihr hier, und noch einmal die 3D-Blu-ray. Der Film dauert 135 Minuten und ist in atemberaubendem Dolby Digital 5.1 hier drauf. Ja, Disney, ich weiß nicht, was das soll, wobei laut unserer Rezension meines sehr geschätzten Kollegen Sascha Hennenberger ist der Ton ja soweit ganz gut. Die englische Tonspur haben wir dann in DTS HD Master 7.1 drauf. Ja, aber das, was euch wirklich interessiert, ist ja, wie schaut das Steelbook aus? Ich habe mein Messerchen gerade nicht zur Hand, deswegen machen wir das mit einem kleinen Scherchen. So, und wir packen es aus. So, zunächst einmal dieser Aufkleber hier, den habt ihr wahrscheinlich nicht drauf, wenn ihr den in Deutschland kauft. Und ist ja klar. So, das FSK-Siegel befindet sich auf dieser, wie nennt sich das, J-Card, ein J-Card-Schuber würde ich es fast nennen. Also das hier ist so ein Schuber, wo das reingesteckt wird. Auf der Rückseite die Produktinformationen. Auf dem Cover selbst haben wir gar nichts drauf, denn wir haben nur den Millennium-Falken, der ist geprägt, genauso wie der Rand. Gefällt mir persönlich sehr gut und auf der Rückseite haben wir dann auch noch die ganze Bande drauf. Das hier ist Chewbacca, das hier ist ja, Han Solo, Lando Calrissian und ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie die hieß, habe ich vergessen. Was mir hier auffällt, ist, dass es ausgesprochen unscharf ist. Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier mal so. Also das hier, das sieht nicht wirklich gut aus. Das sieht aus, als wäre es gezeichnet, ist aber ja, also nicht so ganz optimal. Ich meine, der ganze Film ist ja, nee, nicht unscharf, aber so ein bisschen grobkörnig, so ein bisschen dreckig. Das gehört ja auch dazu. Aber ich weiß nicht, das hier, das gefällt mir nicht. Das ist nicht wirklich optimal. So, innen drin haben wir dann hier einmal die Blu-ray, dann hier diesen Werbezettel. Diese Blu-ray wurde auf höchstmöglichem Qualitätsniveau hergestellt. Tralalala, jawohl, ist ja bekannt. Dann haben wir hier einmal die reguläre Blu-ray, nehme ich an, ist das. Steht jedenfalls nichts anderes drauf. Dann haben wir hier das Cover, finde ich geil. Also das Cover finde ich geil, das ist Bonusmaterial. Das finde ich richtig gelungen, so hätte ich mir das auch gewünscht, aber gut. Und hier haben wir dann die 3D-Blu-ray, die war gar nicht richtig drin jetzt gerade übrigens. Auch so unscharf, ne? Also so richtig ideal ist das nicht. So, innen drin haben wir dann das Cockpit des Millennium Falcons. Das finde ich auch ziemlich cool gemacht. Gefällt mir also richtig gut, dieses Steelbook. Und hier unten haben wir dann nochmal Steelbook stehen für alle Leute, die nicht wissen, dass sie ein Steelbook in der Hand haben. Soll es ja geben. So, dann packen wir den ganzen Kram wieder ein. Beziehungsweise alles packen wir nicht ein, denn obwohl ja doch, ich packe jetzt alles ein und packe es gleich wieder aus, weil der wandert jetzt gleich in den Player. So, das war's von meiner Seite. Wenn euch das Video gefallen hat, wie immer, klickt mir den Daumen nach oben, teilt das Video, was das Zeug hält, abonniert den Kanal, falls ihr das nicht schon längst getan habt. Und vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Be blue. See you.